Tina im Kirchturm, lei, 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 lei. Herzlich willkommen zur ersten Folge Tina im Kirchturm. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das eigentlich? Was verbirgt sich dahinter? Das kann ich euch verraten. Und zwar ist es ein Mitmachvideo für euch Kinder. Zum Mitsingen, zum Mittanzen, zum vielleicht auch sogar ein paar Instrumente spielen. Vielleicht kennt ihr die Chorprobe zu Hause. Das ist für die Erwachsenen, für die Großen die Chorprobe, um zu Hause zu singen. Und für euch, vielleicht gibt es auch ganz viele Angebote, aber wir haben uns gedacht, jetzt wollen wir auch für euch direkt mal was machen. Und deswegen gibt es jetzt eine Kindermusik ganz speziell für euch zu Hause. Aber das mache ich nicht alleine. Da sind zum Beispiel noch der Marcel hinter der Kamera und noch ein ganz besonderer Gast. Den stelle ich euch gleich vor. Schaut mal, wen ich hier habe. Das ist eine Schnecke. Und zwar hat die sogar einen Namen. Sie heißt Esmeralda. Manche nennen sie sogar Esmeralda Mozzarella, aber der Name ist doch sehr, sehr kompliziert. Und jetzt gucken wir mal, ob Esmeralda sich heute raustraut. Sie ist manchmal ein bisschen launisch, aber vielleicht hat sie heute einen guten Tag. Und Esmeralda, kommst du heute raus zu uns? Was sagst du? Sie ist manchmal ganz schön bequem und braucht ihre Zeit. Aber sie sieht gut aus. Sie kommt raus. Hallo Esmeralda, geht's dir gut? Ja. Kannst du dich vielleicht mal zu den Kindern umdrehen? Die wollen dich auch mal sehen. Hm. Hallo. Esmeralda ist da, um uns zu unterstützen. Sie hat meistens ziemlich gute Ideen, was wir jetzt als nächstes machen können oder schlägt mir auch mal Lieder vor. Wir fragen sie mal, vielleicht hat sie eine Idee, was jetzt als nächstes kommt. Eine Idee, Esmeralda? Begrüßungslied! Ein Begrüßungslied? Ist eine gute Idee. Ich habe auch schon eine Idee, welches Lied das sein könnte. Kennt ihr das Lied Einfach Spitze? Einfach Spitze, dass du da bist. Falls ihr das noch nicht kennt, ist es überhaupt nicht schlimm. Das geht nämlich richtig schnell ins Ohr. Aber bevor wir das singen, setzen wir Esmeralda einmal an die Seite, damit sie zugucken kann. Und dann sehen wir uns gleich im Stehen mit ganz viel Platz um uns herum wieder. Jetzt schon mal ein freudiges und schwungvolles Begrüßungslied. Und wenn wir jetzt gerade einmal stehen, machen wir doch gleich unsere Stimme noch etwas warm. Und das machen wir heute mit einer kleinen Geschichte. Und zwar, vielleicht ist es bei euch auch so, bei mir hat es draußen geschneit. Also gehen wir doch einmal raus in den Schnee. Aber bevor wir rausgehen, müssen wir uns erst einmal anziehen. Okay? Damit wir draußen nicht frieren. Also ziehen wir ruhig einmal unsere Hose an, die Skihose. Das geht so. Hose und die Jacke,
Ja, ja, ke. Der Schal darf auch nicht fehlen. Schal. Und die Mütze. Mütze. Und ganz zum Schluss noch die Schuhe. Diese wieder ganz unten. Schuhe. Schuhe. Und die Handschuhe. Haben wir alles an. Können wir rausgehen. Durch unsere knarksende Tür. Und draußen schneit es. Die Flocken tanzen überall ganz wild umher und landen auf unserer Schulter. Pusten wir sie einmal weg. Und weiter tanzen sie und landen auf der anderen Schulter. Und die ganzen Arme sind voll. Und wir pusten alles frei. Und lassen die Schneeflocken einmal tanzen und pusten sie von uns weg. Und dann schnappen wir unseren Schlitten und gehen ganz schnell zum nächsten Hügel. Achtung! Oder wie könnte das noch klingen, wenn wir laufen? Bum, 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 bum. Und vielleicht rennen wir auch ganz schnell. Und dann setzen wir uns geschwind auf unseren Schlitten auf den Berg. Und dann geht's runter den Berg. Und unten angekommen. Und wir gehen wieder nach oben und der Schnee, der knarrt. Vergesst nicht, den Schlitten hinterher zu ziehen. Das klingt dann so. Und wir fahren wieder den Berg runter. Und jetzt laufen wir ein bisschen schneller den Berg hoch. Der Schlitten, der wird weiterhin hinterhergezogen. Bis wir ganz oben sind. Und dann geht's wieder runter. Schön kalt geworden. Der Fahrtwind, der war richtig stark, weil wir so schnell heruntergefahren sind. Also nochmal ganz, ganz schnell hochlaufen, damit uns wieder warm wird. Vielleicht können wir auch ein paar Kurven fahren. Achtung, auf die Bäume unten aufpassen, nicht, dass wir irgendwo dagegen krachen. Das würde dann so klingen. Aber ich glaube, das wollen wir nicht. Das tut, glaube ich, zu sehr weh. Also, wir gehen nochmal ganz schnell nach oben. Und wieder den Hügel herunter. Und jetzt haben wir einen riesen Hunger auf einen leckeren, heißen Kakao. Also heißt es ganz schnell wieder nach Hause laufen. Durch den tiefen Schnee. Aber wir haben ja richtig Lust auf den Kakao. Und den Schlitten müssen wir auch wieder mitnehmen. Bis wir zu Hause angekommen sind und wieder durch unsere knarksende Tür reingehen können. Und alles ausziehen. Schal wieder ab. Die Schuhe aus. Die können wir nochmal aneinander schlagen. Damit der Schnee abfällt. Sonst schimpft die Mama, wenn wir alles dreckig machen mit Schnee und alles wird nass. Jacke aus. Und die Hose. Und dann können wir es uns richtig gemütlich machen mit unserem leckeren Kakao. Da sind wir wieder. Jetzt sind hoffentlich unsere Stimmen und unsere Körper warm geworden. Ich glaube, Esmeralda hatte ziemlich viel Spaß beim Schlittenfahren, oder? Und jetzt haben wir euch ein paar Lieder mitgebracht. Zwei Stück sind es. Eins aus eurem Kinderliederbuch, wo ein Mensch Vertrauen gibt.
Und ein weiteres, vielleicht kennt ihr das, vielleicht aber noch nicht, ansonsten dafür ist das ja jetzt auch da, dann lernt ihr es kennen. Sei mutig und stark. Und jetzt fangen wir an mit dem Lied, wo ein Mensch Vertrauen gibt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Textzeile, falls ihr es schon kennt. Im Refrain heißt es, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Da machen wir kleine Wassertröpfchen. Bietet sich an der Stelle. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Und ein paar Tropfen reichen ja manchmal nicht aus. Da kommt ein bisschen mehr Regen. Da können wir noch ein bisschen mehr Regen mit unseren Fingern machen beim zweiten Mal. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Ich singe euch den Refrain einmal vor. Vielleicht erinnert ihr euch dann, wie der klingt. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Wir singen es gleich nochmal und singen es mal ganz leise. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Und ganz laut. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Und der Anfang geht folgendermaßen. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Mehr ist es gar nicht. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Ich sing's nochmal vor. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Und damit wir das jetzt schnell lernen, singen wir das Ganze einmal, ich würde vorschlagen, wütend. Richtig wütend, okay? Kriegen wir das hin? Könnt ihr böse, könnt ihr wütend gucken? Zeigt das mal richtig. Ich weiß gar nicht, wie wütend ich jetzt aussehe. Ich bin gespannt. Aber wir probieren das mal so richtig wütend. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Aber wütend gucken reicht nicht aus. Die Stimme darf auch ein bisschen wütend klingen. Ich hoffe, das ist mir jetzt gut gelungen. Wir probieren es nochmal wütend. Helft ihr mir mit? Ja? Super. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Und wir singen ganz müde. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Was können wir noch machen? Wir können ganz schnell singen. Wir probieren es mal. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Seid ihr hinterhergekommen? Wir probieren es mal langsam. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Und jetzt nochmal richtig schnell. Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt. Und jetzt geht's weiter. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Ich denke, die erste Strophe, die kennen wir jetzt schon, oder? Schauen wir mal in die zweite Strophe. Da heißt es, wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Vielleicht können wir auch an der Stelle ein paar Bewegungen dazu machen. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Probieren wir einmal. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Und der Rest ist auch wieder klar. Fällt ein und so weiter. Das singen wir auch noch einmal. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Die Strophe singen wir auch mal leise. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Und laut.
Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Habt ihr Lust, nochmal wütend zu singen? Ich denke schon, oder? Probiert es nochmal richtig wütend zu gucken und zu singen. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt. Aber mit wütend können wir es, glaube ich, nicht stehen lassen. Wir müssen es nochmal fröhlich singen, okay? Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Fehlt nur noch die dritte Strophe. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt. Das singen wir jetzt. Kennt ihr Zeitlupe oder kennt ihr Walisch? Wir probieren es mal in die Richtung zu singen. Ich mache es einmal vor. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt. So richtig langgezogene, wie Kaugummi gezogene, gedehnte Töne. Probieren wir mal. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt. Jetzt machen wir im Gegensatz ganz kurze Töne. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt. Wir platzen dabei mal die kleinen Töne einfach auf. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Können wir die dritte Strophe jetzt auch schon? Oder wollen wir sie auch nochmal vielleicht ganz leise singen? Ich denke schon. Wir singen sie nochmal ganz leise. Und ihr wisst, was danach kommt. Nach leise kommt laut. Genau. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Genau, super. Jetzt haben wir alle drei Strophen schon kennengelernt. Wir erinnern uns noch einmal. Die erste, wo ein Mensch Vertrauen gibt. Die zweite war, wo ein Mensch den anderen sieht. Und die dritte, wo ein Mensch sich selbst verschenkt. Ganz schön schwer zu artikulieren. Wisst ihr, was Artikulation ist? Das ist das, was ich hier mit meinem Mund die ganze Zeit mache. Ich spreche jetzt einmal richtig deutlich. Jetzt artikuliere ich richtig gut. Und jetzt spreche ich mal nicht so deutlich. Das ist jetzt nicht so eine gute Artikulation. Okay? Ich glaube, das habt ihr verstanden. Und jetzt nehmen wir nochmal die dritte Strophe. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt. Furchtbar, geht richtig schwer zu sprechen. Aber wir probieren es nochmal. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt. Genau, ich glaube, das haben wir jetzt auch drauf. Und da wir jetzt uns nochmal an alle drei Strophen erinnert haben, singen wir das Lied einmal im Stehen mit Klavierbegleitung und alle Strophen hintereinander. Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Wo ein Mensch den anderen sieht, nicht nur sich und seine Welt, fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht,
fällt ein Tröpfchen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, fällt ein Tröpfchen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. Fällt ein Tröpfchen von dem Regen, der aus Wüstengärten macht. So, und als zweites Lied für heute haben wir noch ein Lied, das heißt Sei mutig und stark. Und dieses Lied soll euch in das neue Jahr begleiten, dass ihr keine Angst habt vor Dunkelheit, dass ihr keine Angst habt, dass ihr, wenn ihr mal alleine seid. Denn wisst ihr was? Denn der Herr, unser Gott, ist immer bei euch. Und so heißt es auch in dem Lied. Ich sing's euch einmal vor. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ihr habt schon gesehen, ich habe ein paar Bewegungen mitgemacht. Aber als erstes habe ich eine Frage. Ich singe euch nochmal den Anfang vor, wo es immer sehr mutig und stark heißt. Und zählt mal mit zu Hause, wie oft ich das singe. Okay? Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Und, habt ihr mitgezählt? Also, es waren dreimal. Dreimal hintereinander, sei mutig und stark. Und wir hatten das gerade mit dieser Artikulation, vielleicht erinnert ihr euch an dieses furchtbare Wort. Da können wir auch wieder richtig gut und deutlich sprechen. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Zeigt einmal eure Kraft, eure Muskeln mit euren Armen. Zeigt Mama und Papa, wie stark ihr seid. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Jetzt machen wir Folgendes. Wir fangen ganz leise an beim ersten Mal und dann werden wir immer lauter. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark. Und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Genau, der Schluss war, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ich sing's nochmal vor. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Super, genau. Weiter geht's mit der Strophe. Und da kommen ganz viele Dinge vor, wovor wir keine Angst haben müssen. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Kennt ihr das? Vielleicht kennt ihr das noch gar nicht, aber ab einem gewissen Alter, da bleibt man ja als Kind auch mal alleine. Aber vielleicht reicht es auch schon, wenn man alleine in seinem Zimmer ist. Und es ist vielleicht gerade auch noch dunkel dazu. Und Mama und Papa sind in der Küche oder in der Wohnstube. Das ist schon manchmal sehr, sehr unheimlich. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Also allein bist, in der Dunkelheit, wenn du krank bist. Und zum Schluss kommt der Donner. Kennt ihr das, wenn es so richtig laut donnert? Aber wir kämpfen dagegen an. Wir sind ja mutig und stark und deswegen trotzen wir diesem Donner und machen den selber ganz laut mit. Hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Ihr könnt es auf den Beinen machen oder auf den Boden. Oder wenn ihr gerade steht mit euren Füßen auf dem Boden. Ich zeig's nochmal. Genau. Dürft ihr euch aussuchen. Wenn ihr ganz schnell klatschen könnt, könnt ihr auch mit den Händen klatschen. Aber das ist sehr, sehr schwierig.
probier's aber aus. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Das probieren wir noch einmal. Dreimal hab keine Angst und dann kommt der Donner am Ende, beim vierten Mal. Hab keine Angst, wenn du allein bist. Hab keine Angst in der Dunkelheit. Hab keine Angst, wenn du krank bist. Und hab keine Angst, wenn der Donner kracht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Das war's schon. So schnell haben wir das Lied gelernt. Jetzt probieren wir den Anfang nur nochmal, indem wir auch nochmal leise anfangen und dann immer lauter werden. Wie wir es vorhin beim Sprechen schon mal hatten, machen wir das noch einmal mit dem Singen. Und dann nehmen wir uns wieder das Klavier dazu, stellen uns hin und singen es einmal komplett im Stehen. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Und wir stehen alle auf und singen das Lied einmal komplett. Wunderbar. Mit diesem Lied, sei mutig und stark, wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag und eine wunderschöne Zeit. Und vielleicht, wir hoffen sehr, dass ihr Spaß hattet mit unserer ersten Folge. Und dann gibt es vielleicht demnächst auch noch eine weitere Folge von Esmeralda und mir. Aber jetzt sagen wir erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagst du vielleicht auch nochmal Tschüss? Tschüss! So, Esmeralda, wir haben es geschafft. Es war doch eine ganz gute Probe, oder? Was sagst du? Ja. Du, ich habe eine Möhre gefunden. Die können wir uns jetzt heilen. Was hältst du davon?